Frau Präsidentin, sehr geehrte Demokraten, anwesende Kommunisten, meine Damen und Herren, Herr Maurer, es ist nicht nur unterirdisch, was Sie hier abgeliefert haben. Es ist nicht nur unterirdisch, es ist abartig und es ist pervers. Das muss man an dieser Stelle sagen. Sie haben das Bekenntnis zum Kommunismus erneuert hier im Deutschen Bundestag und waren auch noch bereit, das Christentum mit ins Wort zu nehmen, meine Damen und Herren. Ich glaube, Sie sollten sich an die geschichtliche Wahrheit mal erinnern. Die Kommunisten haben auf der ganzen Welt überall die Christen verfolgt, unterdrückt, entrechtet. Das war die geschichtliche Wahrheit und nicht andersrum. Sie reden von den Wegen zum Kommunismus. Es gibt noch mehr schöne Zitate in diesem Artikel von Gesine Lötsch. Sie schreibt, egal welcher Pfad zum Kommunismus führt, viele sind sich einig, dass es ein sehr langer und steiniger Weg wird. Warum eigentlich, fragt sie an dieser Stelle, warum eigentlich ein langer Weg? Warum kein schneller Weg? Warum nicht bald? Sie haben klar gesagt, Sie wollen in Deutschland den Kommunismus einführen. Meine Damen und Herren, damit stellen Sie sich außerhalb des Verfassungsbogens. Wer in Deutschland ein menschenverachtendes System verherrlicht, wer in Deutschland den Kommunismus predigt, der sagt deutlich, dass er die demokratische, freiheitliche Grundordnung in diesem Land schleifen will und ablehnen will. Und wer dies tut, der muss auch flächendeckend vom Verfassungsschutz beobachtet werden, meine Damen und Herren. Der Kollege Kurt hat ja gerade zu Recht gefragt, wo ist denn eigentlich Ihre Parteivorsitzende Lötsch? Sie haben draußen bei den Menschen in Hinterzimmern und wo auch immer, sind Sie gerne bereit, den Kommunismus zu predigen. Hier, wo Sie eine politische Debatte führen könnten, da stehlen Sie sich feige davon, da sind Sie nicht da, da stellen Sie sich überhaupt nicht dieser Aufgabe mit Ihrer Vorsitzenden. Ich sage Ihnen, die Linken lassen sich eindeutig heutzutage mit drei Wörtern beschreiben: antidemokratisch, verfassungsfeindlich und feige. Das ist die Realität der Linken in Deutschland. Aber Sie hätten ja auch mal die Wahrheit sagen können hier. Sie hätten ja die Chance gehabt, heute mal die Wahrheit zu sagen, warum Sie sich eigentlich mit dem Thema Kommunismus mehr beschäftigen als vielleicht in der Vergangenheit. Ihre Vorsitzende Gesine Lötsch hat es ja in ihren ersten Wortmeldungen nach diesem Artikel getan, danach nicht mehr. In den ersten Wortmeldungen hat sie gesagt, es soll ein Ansporn sein, auch diejenigen in den Linken, für die Linken zu gewinnen und zu halten, denen unsere Partei heute zu angepasst erscheint. Meine Damen und Herren, das ist Ausdruck einer tief verwurzelten antidemokratischen, kommunistischen Haltung in Ihrer Partei, die Sie jetzt billig bedienen wollen, die Sie mit in die Verantwortung nehmen wollen, deren Weg Sie mit beschreiten wollen. Sie haben sich klar dafür entschieden, einen Kommunismus, eine Kommunismusdebatte in Deutschland zu führen, um billig einige Menschen in Ihrer Partei, die antidemokratisch sind, wieder auf Linie zu bringen. Meine Damen und Herren, das ist auch feige und Populismus, was an dieser Stelle stattfindet. Und was ich dabei eigentlich mit auch am schlimmsten finde, ist, dass man den Ursprungsentwurf dieses Artikels ja heute auch nachlesen kann. Den Ursprungsentwurf, den einer ihrer Philosophen geschrieben hat, der hatte in der Tat einen Hinweis enthalten auf kommunistischen Terror. Der hat in der Tat darüber gesprochen, dass es Millionen von Opfern aufgrund kommunistischer Regime gegeben hat. Und genau diesen Satzteil haben Sie bewusst rausgestrichen aus diesem Manuskript und haben die Wege zum Kommunismus, die es vorher gab, hineingeschrieben. Da zeigt sich deutlich, welches Geisteskind hinter diesem Schreiben steht, meine Damen und Herren. Ich habe sehr genau zugehört, Herr Thierse, wie Sie beschrieben haben, welche Auswirkungen auch Kommunismus auf die Welt hatte.
Und ich kann dies nur auch mit großem Respekt zur Kenntnis nehmen. Ich hätte allerdings gehofft, dass Ihre Kollegin Frau Gleike Ihnen genauso gut zugehört hätte wie ich. Dann hätte sie nämlich festgestellt, dass es nicht um die Frage irgendeiner roten Sockenkampagne geht. Es geht um grundsätzliche Fragen unserer Gesellschaftsstruktur, die wir heute hier diskutieren. Und dabei geht es natürlich auch darum, wer macht sich denn mit wem am Ende auch gemein? Und deswegen wäre der Hinweis schon mal richtig gewesen, wenn Sie heute dieses Bekenntnis gegen den Kommunismus zu Recht hier abgeben, dass Sie mal sagen, in Berlin und in Nordrhein-Westfalen dürfen sich Sozialdemokraten nicht mit den Linken gemein machen, meine Damen und Herren. Und das trifft leider Gottes auch die Grünen. Kollege Wieland, ich habe es mit Entsetzen feststellen müssen, dass man genau nach diesem Bekenntnis der Linken zum Kommunismus nicht als erstes einen Aufschrei aller demokratischen Parteien gehört hat, sondern dass als allererstes auch eine Wortmeldung Ihrer Parteivorsitzenden dabei war, Frau Roth, die gesagt hat, egal was ist, ich schließe eine Zusammenarbeit mit den Linken in Deutschland nicht aus. Ich kann für die Christlich-Soziale Union hier feststellen, wir schließen für alle Zeiten aus, mit denen gemeinsame Sache zu machen. Der Kommunismus darf keine Chance mehr haben in Deutschland, meine Damen und Herren. Und dafür müssen wir alle sorgen.